Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen sich das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen auch die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot so sentimental. Und manchmal auch ein wenig traurig. Ach, übrigens, Lial. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hofe etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du warst noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt. Viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise. Ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Bist du da? Nee, was willst du? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Nee, komm schon. Aber wo ist Varas? The Legend of Zelda Twilight Princess in der Halle-Version. Hallo Eichhörnchen, wie geht's dir? Naja, wir hatten Twilight Princess ja schon mal mit Judith angefangen auf der Wii U. Quatsch, nur auf der Wii. Das ist die Wii U. Kleiner Unterschied. Deswegen sieht ja alles so schön scharf und gestochen aus. Jedenfalls, wir hatten das ja damals fast durch. Ich glaube, nein, gar nicht. Wir hatten das bis zur Hälfte ungefähr. Und dann haben wir das ja aufgehört und dann dachte ich, ja, ich habe mal wieder Lust auf Twilight Princess. Nehmen wir mal die HD-Version, dann können wir uns die Unterschiede so ein bisschen ansehen. Das ist eigentlich ja schon wieder. Immer die Leute, die unbedingt in dem Video wollen. Naja, jedenfalls, was willst du? Entschuldigung, ich bin an dir vorbeigerannt. Hi. Hey. Also gut, wir fahren raus und kommen dann wieder hierher. Okay. Naja, und wie vielleicht schon einigen aufgefallen ist, die damals die Wii-Version geguckt haben, die GameCube-Version war Linkshänder, die Wii-Version war Rechtshänder. Und die HD-Version hier ist von der quasi, die ist quasi die GameCube-Version nur aufgehübscht, deswegen ist hier wieder alles linkslastig. Normal. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Jedenfalls holen wir uns jetzt erstmal den Pferdedieb zurück. Oder beziehungsweise wir holen uns das Pferd vom Pferdedieb zurück. Pferdedieb! Mit dir kann man Pferd stehlen.
Werde ich mich aber auch erstmal dran gewöhnen müssen, dass hier alles gespiegelt ist, nicht mehr gespiegelt ist. Also, für mich ist es jetzt mehr oder weniger gespiegelt, weil wir ja vorher die gespiegelte Version hatten. Gott, das ist voll die Spiegel-Inception. Lial. Schau, ich habe Pharas fein gemacht. Du hast ihn geklaut. So, meine kleine Pferdediebin, was sollte das? Pharas ist so ein schönes Pferd. Und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Lial, ich habe deine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Pharas so gerne mag? Bitteschön? Du musst mich nicht gleich umrennen, Pferd. Komm, wir gehen. Ciao, Pferdediebe. So. Das ist ein Baum und der ist sehr schlecht platziert. Na, jetzt, wo wir unser Pferd wieder haben, können wir die Ziegen dressieren gehen. Mein Magen findet das sehr spannend. Guten Tag. Oh, Leal. Geht wohl auf die Weide, um Pfad zu helfen. Sehr schön. Er ist übrigens schon oben auf der Weide. Na gut, erledigt eure Arbeit, bevor die Sonne untergeht. Okay. Bender. Auf der Weide. Das ist wie tief im Wald, nur nicht ganz so lächerlich. Hi, wir können anfangen. Tut mir leid, Leal. Du musst dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Pharas dir hilft, kannst du sie sicher so schnell zusammentragen. Also gut, es ist zu spät. Bist du bereit? Aber sicher. Wunderbar. Treibt die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Na, das kriegen wir hin. Los. Wer sind wir denn? Voll das Schäferpferd. Wow, ich beiß dir in die Wade. Das nächste Mal nenne ich das Pferd Wadenbeißer. Ey, du bist ein bisschen vom Weg abgekommen. Geh mal wieder zurück. Das ist die Wand? Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Aus dem Weg! Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Wo willst du hin? Los, zurück! Zurück! Los! Gehst du zurück! Gut. Ihr auch. Alle mal zurück. Ist Feierabend. Los! Gut. Ja, Pharas, vielen, vielen Dank. Morgen schaffe ich bestimmt wieder alleine. Du kannst jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit Pharas ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment, ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. So, fertig. Jetzt kannst du loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Ah, okay, ciao. Ich finde, die Sprunganimation sieht immer so komisch hier aus. So steif. Aber wenigstens ist es nicht mehr die Ocarina of Time Epona. Danke. Ja, gerne.
Am nächsten Tag. Leal, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell! Dann spielt es eine Rolle, wenn es draußen hell ist, wenn man die Nacht durchgemacht hat. Ach da! Ob ich das vorher aufstellen sollte, bevor ich gehe? Nein! Also, Kiddies, wo drückt der Schuh? Leal, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder! Ich wüsste nur zu gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taro, Maru, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kauft doch einfach eine in unserem Laden. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht mal deine Mama fragen, ob sie uns sie einmal ausleiht? Du spinnst wohl! Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber eine coole Schleuder für uns. Ein paar coole Schleudern in dem Fall. Gut, gehen wir uns ein bisschen Geld organisieren. Wir müssen Kiddies bespaßen. Das ist unsere Hauptaufgabe hier. Ziegen hüten und Kinder bespaßen. An sich ist das ja schon fast dasselbe. Gibt es da oben irgendwas Interessantes? Wie ist ja nicht die Ego-Sicht? Ego. Ah, ich habe die Kamera auf der Mini-Karte. Schön, die werdet ihr nicht sehen können. Gibt es hier eine Ego-Sicht? Hallo, ich hätte gerne die Ego-Sicht. Also, das ist die Pause. Jetzt seht ihr gar nichts mehr. Das ist das Menü. Das seht ihr wenigstens noch. Okay, keine Ego-Perspektive für uns. So, ziemlich lahm. Na gut, dann sag mal. Guten Morgen, Leal. Hast du heute deinen freien Tag? Ich hoffe es. Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du, da oben auf den Bäumen. Mit Hilfe von Control-Stick drücken und wenn du mit Hilfe von R-Control-Stick drücken die Perspektive wechseln, kannst du mit R oder ganz leicht mit dem Viewpad leicht erkennen. Ah, danke. Du hast meine Frage beantwortet. Dieses Bienen ist da oben. Kann man ganz sicher ganz herunterbekommen. Seit gestern ist unser Kater weg. Sarah ist ganz niedergeschlagen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Also so. Ah, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Da bitte hoch. Hi, Huhn. Hey, Leal, hallo! Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du mich mit ZL anvisierst und gleichzeitig A drückst. Ja, das wissen wir schon. Hi. Was denn? Du kommst einfach hier hochgeklettert? Was für ein Hitzkopf. Na egal. Übrigens, wenn ich mich nicht irre, ist das doch da drüben die Katze von der alten Sarah aus dem Laden, oder? Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Fluss, neben meinem Haus und schaut auf dem Fluss. Ist übrigens mein Fluss. Ob sie wohl noch Fischen sucht? Haha. Aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na egal. Ich wollte dir eigentlich sowieso was da ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf den Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du mal flötest? Ich hab mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um nach Gras zu suchen. Du schaffst das auch sicher. Spring mit Hilfe von linken Kontursstick hinüber, oder? Für dich ist das auch kein Problem. Wissa! Puh, das war schwer. Na, Süßer, wie geht's dir? Komm mal her. Bienenstock. Noch ein bisschen. Flieg! Rupsium.
Tata. Dann können wir hier nämlich ganz easy hochklettern. Und da oben gibt es Rubine. Und ich erinnere mich, dass wir beim letzten Mal da einmal runtergefallen sind. Beziehungsweise ich hatte ja den Anschlag. Deswegen hoffe ich, dass mir das gleich nicht passiert. Schön balancieren. Du kannst das, Sefi. Oh Gott, hier darf man wirklich nicht schwindelfrei sein. Du hältst 5 Rubine. Das ist schon mal ein Anfang. Und 10 Rubine. Das ist schon mal ein Anfang. Au, abrollen ist ein Gerücht. Mal gucken, vernichten wir die Ernte und schauen nach, ob da sich Geld drin befindet. Ein Geld? Kein Geld. Und ja, ich sage mit Absicht Geld. Hey, mit Essen spielt man nicht! Ja, jetzt ist eh zu spät. Was kann ich für dich tun? Ah, hallo, Lial. Du möchtest die Angel haben, die Colin für dich gemacht hat? Hat er? Entschuldige, aber kann ich dich vorher um etwas bitten? Du hast nicht zufällig einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, in den man zum Beispiel ein Baby legen kann? Ich frage mich, wo er wohl hingetrieben sein kann. Naja, da der Fluss nur in diese eine Richtung fließt. Vermutlich dahin. Hi, sei mir nicht böse, ich muss hier nochmal kurz... Alter, ich will nur die Kamera umpositionieren. Muss ich das eben so machen? So. Affe, halt die Klappe, du nervst mich. Du bist da hinten und bist immer noch am Rumnerven. Meine Güte. Wieso haben wir hier überhaupt Affen? Das ist doch gar nicht dein Klima. Das sind sehr seltsame Affen. So, mein Äffchen. Sei ein Schatz. Und lass das. Danke für den Weinkorb im Übrigen. Madame, ich habe was für Sie. Haben Sie den gesucht? Oh, ja, das ist ja der Korb. Du hast ihn extra für mich gesucht. Danke, vielen Dank. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe dir etwas, das ich dir geben wollte. Kommst du mit kurz zu mir? Den Weidenkorb könntest du auch mitbringen, wenn es dir nichts ausmacht. Nö, den lasse ich hier. War das Haus nicht da vorne? Dann gehe ich nämlich schon mal vor und warte. Das ging schnell. Vielen, vielen Dank, Lial. Ach ja, da war ja noch etwas, das ich dir geben wollte. Also gut, hier für dich. Du erhältst die Angel. Eine einfache Angel mit Pose. Okay, lege sie im Item-Bildschirm auf Y, X oder R. Werf sie mit dem sprechenden Knopf aus und halte ihn erneut gedrückt, sobald ein Fisch angebissen hat. Du kannst auch ohne Köder Fische angeln. Manche Arten beißen nur an, wenn du einen Köder hast. Sie ist zwar sehr einfach, aber mein Sohn Colin hat sie selbst gemacht und sein Vater hat ihm dabei geholfen. Vielleicht hast du ja gelegentlich mal Lust, sie auszuprobieren. Sicher, wir haben deine Katze, die noch auf Fisch wartet. Items. Das wollte ich gar nicht. Das kann ich leider nur über den Touchscreen machen. Muss ich die da auch aufziehen? Ja. Naja, wenigstens muss ich das Spiel nicht pausieren. Ah, da hinten ging es, glaube ich, hin, oder? Nein! Wow! Was eine Spiegelung aus mir macht. Da hinten sitzt sie. Ah, Ernte, die wir vernichten können. Wie schön! Im nächsten Winter sind alle rank und schlank. Und wahrscheinlich auch kinderlos.
War mir ein Vergnügen. So, Kittekat. Dann wollen wir mal für dich angeln. Guck mal, Fisch. Fischi, Fischi, Fischi. Oh, es war zu früh. Oder zu spät? Keine Ahnung. Das Timing ist sehr seltsam. Normalerweise ist das doch, wenn der Köder einmal runtergeht, oder? Schauen wir uns das einfach an. Ah. Wie cool Link da steht mit seiner einen Hand, statt zwei Hände zu benutzen. Cool, ein Fisch. Eine Grünkimme, 29 cm. Ein beliebter Fisch, den man überall finden kann. Drücke Steuerkreuz unten, um deinen Fang auf dem Ausrüstungsbildschirm zu begutachten. Drücke A, um ihn freizulassen. Bitteschön. War mir ein Vergnügen. Die Katzenklappe ist ja süß. War mir ein Vergnügen. Ich schwimme darüber. Ich weiß das auch nicht. So. Puh. Hi, ich habe die Katze zurückgebracht. Ah, Sianlial, willkommen. Das muss ich dir erzählen, du wirst es nicht für möglich halten. Aber mein Kater ist einfach unglaublich. Meine Gute, der Gute. Heute hat er selbst einen Fisch gefangen und hierher gebracht. Aha. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Ob mein Kater wohl ein Genie ist? Vielleicht. Sieh dir nur an. Ist er nicht süß, wie er nur so friedlich seine Milch trinkt? Du solltest auch einen Schluck probieren. Und weil ich heute so glücklich bin, geht diese Runde sogar aufs Haus. Du erhältst eine halbe Flasche Milch. Lege sie auf X, Y oder R und trinke sie, um bis zu 3 Herzen wieder aufzufüllen. Ist die Flasche leer, kannst du mit Hilfe von X, Y oder R etwas hineinfüllen. Ha, ich wollte eigentlich eine Schleuder kaufen. Aber nein, die leere Flasche musst du nicht zurückgeben. Verwende sie ruhig, um etwas anderes hineinzutun. Ich glaube nicht, dass du so etwas machst. Aber die jungen Leute heutzutage werfen ja immer alles gleich weg. Also, was kann ich für dich tun? Die hätte ich gerne. Was kostet denn 3? Oh, da fehlen ja nur noch 3. Das kriegen wir hin. Einmal kurz die Kürbisse abernten, dann sollte das was sein. Kürbisse! Oh, Wow, das reicht sogar ein Kürbis. Wie schön. Hi. 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 So, die hätte ich gerne. Dankeschön. Dass du ausgerechnet eine Schleuder kaufst, haben dich etwa die Kinder dazu überredet? Ja. Ach ja, bevor ich es vergesse. Wenn dir die Kugeln ausgehen, kannst du auch Kürbiskerne als Munition verwenden. Gut zu wissen. Du erhältst die Schleuder. Lege sie im Itembildschirm auf Y, X oder R. Du kannst maximal bis zu 50 Kugeln tragen. Halte den Knopf gedrückt und ziele mit dem linken Control-Stick oder dem Viewpad. Lass los, um zu schießen. Du kannst ein Ziel auch mit ZL anvisieren. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zu den Kiddies zurück. Oh, hi. Hey. Ja, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit. Habe es in dein Zimmer hergebracht. Ah, und du wirst die Angel. Du hast aus die Angel abgeholt. Da wird sich Colin freuen. Und man kann wirklich erstaunlich gut mit dir angeln. Also, bis dann, bis später. Wer weiß, das hat er dir schon benutzt? Schön, ich kriege Gebrauchsgegenstände geschenkt. Entschuldigung. Nur weil wir hier im Wald leben, heißt das noch lange nicht, dass du dich auf meiner Leiter breit machen darfst. Sauerei. Aha. Mal gucken, was drin ist.
Du erhältst das Holzschwert. Es ist sehr gut gepflegt. Um es zu wenden, musst du einfach nur B drücken. Wow, er hat mein Holzschwert gebracht. Ich hoffe, das ist nicht das Geschenk, das wir nach Hyrule bringen wollen. Sonst ist es kein Wunder, dass du mich schickst. Gehst selbst nicht, weil du Angst vor der Schande hast. Schande! Ah, Lial, du hast ja eine Schleuder. Super, Lial. Du hast sie also gekauft. Alles vorbereitet. Also, an den Zielscheiben und den Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. So ein Kinderkram. Wir sind eben doch Kinder, Lial. Mach ihnen einfach die Freude. Kann ich nicht auch einfach gehen? Na gut, wenn es sein muss. Hey du! Uza! Wahnsinn! Toll, Lial! Siehst du? Wenn du ZL drückst, kannst du mit der Schleuder ganz leicht zielen. Stand sie auch in der Gebrauchsanweisung. Du kennst dich ja richtig gut aus. Kein Jubel? Hm. Oh, es war so. Oh, das war vorbei. Oh. Super, Lial! Wow, danke, Lial! Lial, du bist wirklich unglaublich! Wirklich, Schwert, Schleuder, egal was. Du kannst mit allem umgehen, oder? Ja, genau! Zeig uns das nächste Mal, wie man mit dem Schwert umgeht. In letzter Zeit sind die Affen hier so frech. Aber ich werde sie alle fertig machen. Du musst mir zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Na, von mir aus. Hurra! Super. Also zeig uns zuerst eine Attacke. Muss man da nicht einfach durch Drücken von B das Schwert schwingen? Du meinst, so? Super. Ein horizontaler Hieb. Fantastisch, oder? Wenn du mit Hilfe von ZL den Gegner anvisierst, kannst du übrigens mit B einen vertikalen Hieb ausführen. Und als nächstes? Ah, ich weiß, Lial. Zeig uns diesen tollen Trick. Wo du mit ZL zielst und dann L Control-Stick nach oben drückst, bevor du B verwendest, um zuzustechen. Los, zeig uns die Stechattacke, du heißer Stecher. Stechattacke, so heißt das doch. Wahnsinn, Lian. Aber ich möchte auch deinen Spezialtrick sehen. Du weißt schon. Die Wirbelattacke, so heißt sie doch. Diese starke Attacke, wo du dich so im Kreis drehst. B gedrückt halten, dann loslassen. Mehr ist doch nicht dabei. Super. Danke, Lian. Ganz toll. Echt spitze, dass du mit uns spielst, wo du doch sicher auch so viel zu tun hast. Einer fehlt noch. Zum Schluss musst du uns noch die Sprungattacke zeigen. Wo du durch die Luft fliegst und dann zack. Das ist doch die, wo er den Gegner mit ZL anvisiert und gleichzeitig A drückt. Echt super, Lial. Vielen herzlichen Dank. Ich denke immer, ich weiß jetzt, wie er es macht, aber selbst kriege ich es nie so hin. Naja, einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen. Vielleicht einen Affen oder so. Ah! Hi. Ciao. Warte! Holt die Fackeln raus! Tja, ich denke, wir sollten dem mal folgen. Aber erst im nächsten Part, denn wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich wie immer, ciao.